So, jetzt laufen wir einfach. Wir laufen gerade so einen Weg nach vorne. Wir laufen jetzt einfach schön mit. Also hier ist wirklich überall ist das hier total verhügelt und verklüftet. Na, jetzt gucken wir mal. Ja, also das geht hier, die ganze Richtung geht es weiter. Da ist man immer in so Senker und da sind überall, auch hier, da sieht man schön, da sind überall Hügel angelegt, auch hier. Ja, das ist das, was wahrscheinlich die Anlage ist, wo gemeint ist. Ja. Da oben kommt die Sonne raus. Jetzt gehen wir nochmal so einen Hügel hoch. Ja, das ist eigentlich Erde. Da haben wir Stein. Ja. Gehen wir mal gerade daher. Dahinter kommt auch nochmal so ein Fels, wo er rausguckt. Also hier. Ja, die sind, das sieht man auch schön, echt wirklich ganz gerade abgeschnitten. Ich frage mich halt, sollte das ein Steinbruch gewesen sein? Also, was wollen sie mit den Steinen? Da baut man kein Haus damit. Ja, die kann man so rausnehmen. Also, so zum Hausbau sind diese Steine mal mehr wie ungeeignet. Okay. Ja. Ja, was soll ich sagen? Sollte das ein Steinbruch gewesen sein, waren das auf jeden Fall, war kein gutes Material, wo sie dann da rausgeholt haben. Ja, weil es sehr verwitterte Steine sind. Aber das sieht schon sehr umgegraben aus hier. Ja, da oben ist noch was Schönes. Gucken wir mal. Ah. Oh, ganz gerade abge. Ja, genau. Sieht man es auch ganz schön. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass hier auch wirklich was ganz anderes war. Da sieht man hier. Und da schaut euch mal den hier an. Kerzengerade. Ja. Das ist groß, das ganze Gebiet hier. Gut, der Bernd hat mir das schon gesagt. Der Bernd Krautlohr, dass hier recht viel gibt in Heilbronn-Umgebung. Gut, wenn, dann ist das wirklich was ganz anderes, wie das, was wir mit unseren Kaiserberge haben. Ja, wo wir vor monumentale, wenn es Bauwerke sind, Bauwerke stehen. Monumentale Geschichten, wir müssen die auf eine ganz andere Art untersuchen. Hier könnte man wirklich dann auch, eigentlich kann man hier so Art Grabungen anfangen. Ja, das kann man hier ja, bei uns kann man das ja gar nicht machen. Da müssen wir viel mit der Theorie arbeiten und wir sind eigentlich auch schon auf viele Spuren gekommen. Ja, da oben laufen jetzt ein paar Leute. Das sind schon unterwegs. Da laufen sie. Hier, eine ganze Gruppe. Ja, eine Kammer wurde wohl gefunden, erzählt er da oben gerade. Also, ich denke, hier ist schon mehr, als man denkt. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt da den Abhang
noch hoch und dann zeig ich euch mal noch den schönen Sonnenuntergang, ne? Also, bis später.